Hallo meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer nächsten Übungsaufgabe im Bereich der Kostenstellen. In diesem Falle geht es um die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Und zwar sehen Sie, haben wir hier einen begonnenen BAB vorliegen, also einen begonnenen Betriebsabrechnungsbogen, der die folgenden Informationen enthält. Und diesen BAB sollen Sie jetzt dann fertigstellen. Was haben wir hier an Informationen? Wir haben hier die verschiedenen Kostenstellen, also die Heizung, Kantine, Fuhrpark und so weiter und so weiter. Und wir haben die primären Gemeinkosten pro Kostenstelle. Also das, was wir in der letzten Aufgabe gemacht haben, nämlich von den Kostenarten, die Verteilung auf die Kostenstellen, was die Gemeinkosten angeht, also erst die Fokussierung und Lokalisierung der Gemeinkosten pro Kostenstelle, der primären Gemeinkosten. Das wurde hier schon gemacht. Hier sind die primären Gemeinkosten Ihnen schon für jede Kostenstelle angegeben. Was Ihnen auch angegeben ist in der nächsten Spalte, sind die Einzelkosten je Kostenstelle. Das heißt, Sie haben auch gleich die entsprechende Basis, auf die Sie dann die entsprechenden hier schon angegebenen primären Gemeinkosten plus den durch Sie noch zu berechnenden sekundären Gemeinkosten beziehen können, um den Zuschlagsatz auszurechnen. Sie haben gefahrene Kilometer pro Kostenstelle, Sie haben Fläche in Quadratmetern pro Kostenstelle und Sie haben Beschäftigte pro Kostenstelle und die ganzen Zahlen auch noch unten jeweils in Summe. Fein. Was sollen Sie damit jetzt machen? Das steht auf der nächsten Seite. Und zwar sollen Sie zunächst einmal Umlagen nach dem Stufenleiterverfahren in der gegebenen Reihenfolge machen. Das Stufenleiterverfahren, erinnern Sie sich an die Theorievorlesung, die wir besprochen haben anhand der entsprechenden Screencast, geht ja so, dass Sie mit einer Kostenstelle anfangen, umzulegen mit dem entsprechenden Schlüssel auf diese Kostenstelle, wenn sie umgelegt wurde, aber nicht zurückbelasten können. Also eine Rückbelastung auf schon umgelegte Kostenstellen ist nicht möglich bei dem Stufenleiterverfahren, sondern immer nur in eine Richtung. Und hier sollen Sie eben anfangen mit der Kostenstelle Heizung. Die sollen Sie umlegen nach der Heizfläche in Quadratmetern. Danach die Kosten der Kostenstelle Kantine, nach der Anzahl der Beschäftigten, dann den Fuhrpark nach gefahrenen Kilometern und zum Schluss die Fertigungshilfskostenstelle nach der Anzahl der Beschäftigten in den Fertigungshauptkostenstellen. Wenn Sie das dann gemacht haben, meine Damen und Herren, dann sollen Sie die Ist-Gemeinkostenzuschlagsätze berechnen, die erforderlich sind, um die angefallenen Gemeinkosten den Kostenträgern zu belasten. Denn Sie erinnern sich, genau dazu machen wir es ja. Wir machen diese innerbetriebliche Leistungsverrechnung, um alle Gemeinkosten auf den Hauptkostenstellen zu sammeln und dann mit Zuschlagsätzen oder irgendwelchen anderen Verfahren auf die Fertigprodukte, die Endprodukte, die diese Endkostenstellen herstellen, umzulegen und sämtliche Kosten eben auf die Kostenträger, deswegen heißen sie ja auch so, zu belasten. Und dazu brauchen wir, wie gesagt, in diesem Falle, wenn die Zuschlagskalkulation benutzt werden soll, die entsprechenden Zuschlagsätze. Was die Zuschlagsgrundlagen sind, steht hier. Für die Materialabteilung, die Einzelkosten, die waren in der Tabelle, die Sie eben gesehen haben, ja schon angegeben. Dasselbe gilt für die Fertigungsstellen, dort nehmen wir auch die Einzelkosten und Verwaltung und Vertrieb. Da sind die Herstellkosten des Umsatzes die Grundlage. Überlegen Sie mal, ob die schon gegeben sind, die Herstellkosten des Umsatzes, oder ob Sie die zunächst berechnen müssten. Was Sie auch noch auf jeden Fall berücksichtigen müssen, und das deutet schon darauf hin, dass Sie die Herstellkosten des Umsatzes wohl berechnen müssen, steht unter C, nämlich dass eine Bestandsverminderung an Halb- und Fertigfabrikaten von 13.300 Euro zu berücksichtigen ist. Erinnern Sie sich nochmal, wie wir in dem Theorie-Screencast das Rechenschema für die Kostenträger-Zeitrechnung aufgebaut haben. Und dabei kamen ja auch Bestandsveränderungen vor und auch der Begriff Herstellkosten des Umsatzes fiel da. Ich hoffe, die Aufgabenstellung ist Ihnen soweit klar geworden. Und wenn Sie noch mal ein bisschen in die Theorieunterlagen reingucken, dann sollte das keine größere Aktion sein und sollte durch Sie problemlos gelöst werden. Aber zur Sicherheit machen wir das Ganze ja nochmal in einem späteren Screencast, so dass ich Ihnen die Aufgabe vorrechne
und sie dann sehen, wo sie eventuell Fehler gemacht haben oder sich nicht ganz sicher waren, ob es richtig war. Ich wünsche Ihnen zunächst einmal viel Spaß, viel Erfolg. Bis dann. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.